Tja, Rheinauhafen heißt das hier in der Kölner Südstadt. Dieses ist mal eine andere Ansicht des ersten der drei sogenannten Kranhäuser hier am Rhein, die aus der Ferne von Rodenkirchen betrachtet sogar eine Art künstlerischer Umrandung zu dem ja, grüßenden Kölner Dom. Aus vielen Blickwinkeln allerdings aus der Nähe sehen die doch sehr brutal aus und verdecken auch die Silhouette des alten Köln. Aber es ist die Entscheidung unserer Zeit, sich auszustatten, wie man es selbst für sein Lebensgefühl und natürlich für seine harten Kriterien haben kann. Es ist jetzt heute der 16. Donnerstag, der 16. August, und es ist gerade im Internet News durchgekommen. In Quito hat ein Sprecher der Regierung von Ecuador mitgeteilt, dass der WikiLeaks-Gründer Julian Assange, der sich seit einiger Zeit in der Botschaft von Ecuador in London aufhält und um politisches Asyl gebeten hat, dass er nicht auf Verlangen Londons ausgeliefert wird, sondern dass man ihm Asyl gewähren will. Und dazu als Nebengeschichte gibt es in England ein geltendes Gesetz aus der Zeit von Margaret Thatcher, dass England, also das United Kingdom, sich ein eigenes Recht geschrieben hat, solche Asylanten wie den inkriminierten Julian Assange, den Australier, aus der ecuadorianischen Botschaft mit Gewalt herauszuholen. Dieses allerdings widerspricht dem internationalen Recht, und es war dann im Vorgang zu diesen Ankündigungen der Engländer, den Assange herauszuholen, also quasi den Schutz der Botschaft zu durchbrechen, war es bereits sozusagen vorherbestimmt, dass Ecuador sich natürlich dann in den Schutz für Assange begibt, denn Ecuador will sich nicht als Kolonial Englands ansehen lassen international. Naja, also zunächst ist es hier wiederum eine weitere Stufe in der Abstimmung auf das, was Recht und Unrecht ist, und es geht ja auch immerhin noch um den Julian Assange und um seine Meinungsfreiheit, um seine Publizistik. Und die Frage, wie weit er wirklich einen Staatsniedergang, eine Art Staatsfriedensbruch der USA begangen haben kann. Denn wir wissen inzwischen, welche Kommentare auch seitens staatlicher Stellen der USA zu den WikiLeaks-Dokumenten veröffentlicht worden sind. Man hat ja einerseits ganz übel auf ihn geschimpft, aber andererseits gesagt, es ist ja gar nichts Neues gekommen. Das wissen wir alle schon, es sei ja belanglos, WikiLeaks sei ja quasi Kinderkacke. So, also, heute Lichtgeschwindigkeit, Wiki Assange hier am Kranhaus, und da spielen die Kinder am Brunnen, und hier gehe ich jetzt in Richtung Dom.